Ja, herzlich willkommen zurück bei World of Warships Legends, meine Freunde, heute mit der Imperator Nikolai der Ersten, dem Tier-4-Schlachtschiff der russischen Marine, gibt es seit heute im Store, im PlayStation Store, also nicht im In-Game Store hier, sondern im PlayStation Store für knapp 27 Euro. Und ob das Geld gut angelegt ist, das klären wir heute. Wie es auf der Xbox aussieht, meine Freunde, kann ich euch noch nicht sagen. Schaut einfach mal rein im Xbox Store. Wenn sie noch nicht drin sein sollte, dann spätestens nächste Woche, Montag. Also dann sollte sie auch für euch erhältlich sein. Also die Xboxler müssen doch ein bisschen Geduld haben, aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer von der Xbox ist, ob ihr das Schiff schon drin habt. Wie gesagt, wenn nicht, dann habt ein bisschen Geduld. Also auch ihr werdet in den Genuss der Imperator Nikolai kommen. Ja, die Imperator Nikolai, was fällt uns als erstes auf? Natürlich 4 Drillingstürme. Und was uns auch auffällt auf dem Schiff, wir haben kaum Superstructure, also ihr seht kaum Aufbauten. Ihr habt 2 Schornsteine, einen kleinen Brückenaufbau und das war's dann. Ansonsten nur die Türme, die Waffentürme. Also das schon mal eine Auffälligkeit der Imperator Nikolai. Ja, die Imperator Nikolai, die erste, hätte ein Schiff der Imperatrizia Maria Klasse werden sollen. Die Imperatrizia Maria Klasse war die erste Klasse von Dreadnought Schlachtschiffen der russischen Schwarzmeerflotte im Ersten Weltkrieg. Die Schiffe waren der Gangut Klasse sehr ähnlich. Sie waren 167,8 Meter lang und 27,3 Meter breit. Ihre Hochgeschwindigkeit lag bei ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei 21 Knoten. Wir kommen hier im Spiel sogar auf 25 Knoten. Und sie hatte eine Hauptbewaffnung von 12 305 mm Geschützen. Die sehen wir hier. Die Besatzungsstärke lag bei 1220 Mann. Die Klasse bestand aus 3 Schiffen. Der Imperatrizia Maria, der Imperatrizia Jekaterina Velikaja, schwer auszusprechen, und hier der Imperator, dann der Imperator Alexander III. Ja, eine Weiterentwicklung der Klasse sollte hier unsere Imperator Nikolai I. werden. Wurde noch im Kriege begonnen, aber nicht mehr fertiggestellt. Das unfertige Schiff wurde dann 1917 in Demokratia oder Demokratia, wie man es auch aussprechen möchte, umbenannt. Ja, soweit ein bisschen kurzer geschichtlicher Überblick. Wir gehen mal, würde ich sagen, auf die Werte ein des Schiffes, meine Freunde. Ihr habt eine Einbaumöglichkeit. Ich habe mich für Zielsystem Mod 1 entschieden, was die Streuung der Hauptbatterie nochmal minus 7% verbessert. Ihr könntet auch auf Secondär gehen oder auf Hauptbatterie, was die Drehgeschwindigkeit nochmal der Türme verbessert. Aber, das kann ich euch vorweg schon sagen, die Türme drehen auch ohne diesen Mod hier ziemlich schnell. Oder braucht er eigentlich nicht. Geht auf Zielsystem Mod 1, da seid ihr auf der sicheren Seite. Dann gehen wir auf die Ausrüstung. Was habe ich drin? 4x Schadensbegrenzung, 3x Heilung aufgrund meiner Kapitänsskillung. Jetzt das Wichtigste zur Nikolai, die Werte. Ihr habt 44.800 Trefferpunkte und eine Panzerung von 6 bis 400 mm. Also das Ding ist auch ordentlich gepanzert. Es hält einiges aus. Artillerie habt ihr 4x3, wie gesagt 305 mm mit einer Feuerreichweite von derzeit bei mir 14,6 km. Eine Ladezeit von 30 Sekunden. Hört sich viel an, aber es lässt sich durchaus damit arbeiten. Eine Dauer für eine 180-Grad-Kehre der Türme von 38,3 Sekunden. Also, die drehen ordentlich schnell, die Türmchen. Sprenggranaten, Höchstschaden 4500 mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 33%. Und AP-Granaten, Höchstschaden von 8600. Und ich kann jetzt schon sagen, wo die Imperator Nikolai hintrifft, da tut's weh, meine Freunde.
Manövrierbarkeit, also ihr seht es da, Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten, Wendekreisradius 660 Meter und eine Ruderstellzeit von 10,5 Sekunden. Sie fährt sich tatsächlich ziemlich angenehm. Man kann also auch der ein oder anderen Salbe oder der ein oder anderen Torpedowelle von gegnerischen Zerstörern durchaus ausweichen. Also ich bin wirklich positiv überrascht, was die Manövrierbarkeit des Schiffes betrifft. Tarnung, Erkennbarkeit zu Wasser 12,5 Kilometer, seid da offen. Also das alles Werte, die lesen sich ganz positiv und fühlt sich ganz positiv an. Wir gehen mal auf die Übersicht, also überdurchschnittliche Stärke der Panzerung, größerer Widerstand gegenüber aller Formen der Panzerungsdurchschlagskraft. Also, wie gesagt, 600 bis 400 mm. Leider haben wir hier im Spiel noch keine direkte Panzerungsansicht, aber ich denke mal, das wird kommen, dass man das mal so ein bisschen schematisch dann auch darstellen kann. Wie gesagt, sie ist ganz gut gepanzert. Sicherer Schuss, Granaten mit guter Ballistik behalten ihre Geschwindigkeit bei und erleichtern das Zielen. Also ihr braucht auch nicht allzu weit vorhalten. Bescheidene Geschütze. Dieses Schiff ist mit kleinkalibrigen Hauptbatteriegeschützen bewaffnet. Ja, 305 mm reicht eigentlich aus. Also die macht schon ordentlich Schaden. Würde ich jetzt gar nicht so als negativ bezeichnen. Ja, da unten noch mal ein bisschen was Geschichtliches. Sie erbte die hohe Feuerkraft dieser Imperatrizia Maria Klasse. Und auch an Panzerung ist noch mal ein bisschen was dazugekommen. Ja. Ein sehr tolles Schiff, meine Freunde. Ich habe euch die zwei erste Runden mitgebracht. Ich kann noch mal auf den Kapitän eingehen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich habe drin den Mikhail Kedrov. Und zwar mit Andrew Cunningham als erste Inspiration. Was nochmal die Präzision verbessert. Dann hier erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffs nochmal. Als Basisfähigkeit. Habe ihn auch erst auf Stufe 7. Können ihn jetzt schon auf Stufe 8 bringen. Das werde ich auch mal machen. Wie gesagt, die beiden Gameplays, da ist er noch auf 7. Im ersten Slot bin ich Risiko eines Brandes, also auf Überleben gegangen. Ihr könntet auch hier hingehen, aber das zulasten der Reichweite. Im nächsten Slot bin ich dann nochmal auf Drehgeschwindigkeit gegangen, der Hauptgeschütze. Ihr könntet auch hier auf Secondary gehen, aber ja, probiert euch da mal ein bisschen aus. Im nächsten Slot habe ich hier Wirkungsdauer Schadensbegrenzungsteam. Weil hier sind mir dann doch zu viele negative Sachen dabei. Hier seht ihr das minus 50% Schadensbegrenzung. Hier Wirkungsdauer Schadensbegrenzung minus 30. Insofern bin ich hier hingegangen. Hier habe ich nochmal die Reichweite verbessert und im letzten Slot dann hier Menge der wiederhergestellten TP. Erhöht die TP-Wiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Also wie gesagt, ihr könnt euch dreimal heilen mit dem Schiff, das auch ein sehr schöner Vorteil. Ja, ich habe euch zwei Runden mitgebracht. Die erste Runde war tatsächlich ziemlich schnell vorbei. Sind mit die zwei ersten Runden. Ich werde noch ein bisschen versuchen, das Schiff zu fahren. Werde euch nochmal so eine Highlight-Runde aufzeichnen. Aber, wie gesagt, zwei Runden habe ich euch mitgebracht, in der man schon mal so erahnen kann, was das Schiff kann. Mir macht's Spaß. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns danach nochmal im Hafen. Schaut euch die zwei Runden an und wir hören uns. Also viel Spaß mit der Imperator Nikolai. So, meine Freunde, wir sind unterwegs in der Imperator Nikolai. Ein wunderhübsches Schiff, wie ich finde. Eine sehr tolle Schiffslinie. Hübsches Schiff. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Angriff. Ist tatsächlich die allererste Runde.
gucken, wie sie anfährt. Ja, geht. Turmdrehung. Ja, geht auch. Hatte ich schlimmer erwartet. So, da haben wir schon eine Bretagne. Die Breitseite fährt. Und eine Pensacola. Ja, und natürlich erstes Schiff und wir haben HE drinne. Ah, sie ist tatsächlich relativ flott. Fühlt sich gut an. Auf alle Fälle. Aber wir kommen natürlich jetzt an die Bretagne nicht mehr ran. Das ist natürlich schade. Ja, kommen wir noch ran. Wir versuchen es mal. Eine Salbe AP auf die Bretagne. Ich weiß nicht, ob wir da drüber kommen. Ja, könnten treffen. Ja, ein bisschen. Bisschen Schaden haben wir gemacht. Leander, kommen wir nicht ran. Ich muss sagen, sie fährt sich doch relativ angenehm, relativ flott. Hatte erwartet, dass sie langsamer ist, aber... Oh, da kommt ein Zerstörer. Eine Podwajski kommt sie raus. Kommt nicht raus. Salbe auf die Pensacola. Ja, haben wir schon mal ordentlich Schaden gedrückt. Will aber jetzt den Zerstörer nicht reinfahren. Drehen wir mal hier eine Runde. An die Leander kommen wir leider nicht ran. Die wird auch wahrscheinlich gleich sterben, die Leander. Also ihr seht, sie fährt die Imperator Nikolai tatsächlich relativ flott. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Aber finde ich ganz angenehm. Da kommt jetzt, ich würde sagen, ich ziehe mal auf die Aoba, weil... Wenn wir die jetzt richtig treffen, dann sollte die rausgehen. Jawohl, Zitadelle dabei. Weg ist er. Sehr schön. Haben wir die Bretagne getroffen?
Zerstörer wird uns jetzt natürlich beschießen. Pensacola hat keine Torps, also werde ich erstmal auf die Fubuki feuern. Ja, sehr schöne erste Runde. Aber wir brennen jetzt an zwei Stellen. Ja, die Bretagne wird mich jetzt rammen. Vermute ich mal. Ja, da haben wir aber die Bretagne auch mit weggemacht. Mache dann auch einen Meilenstein auf die Kutusow. Sehr schön. Ja, 79.000 Schaden durch den Rammschaden da natürlich. Aber allererste Runde. Drei Schiffe zerstört, drei Zitadellentreffer. Erster im Team. Aber ich würde sagen, wir springen einfach nochmal in eine zweite Runde, weil das war eine sehr schnelle Runde. Das war tatsächlich die erste Runde in der Imperator Nikolai, und ich würde sagen, wir springen mal in eine zweite Runde. Also, los geht's. So, meine Freunde, eine Runde Imperator Nikolai, die zweite Runde. Wir sind in der Mitte gespawnt. Wir haben Dreier, Vierer, König, Emily Berton, Königsberg, Phoenix Svetlana. Geh mal auf AP. Kreuzer dreht ab. Der Kreuzer dreht auch ab. Mal gucken. Vielleicht geht ja was auf, was wir hier schon beschießen können. Wir sind noch nicht offen. Da ist Schlachtschiff. Jetzt sind wir offen. Und zwar kommt eine Königsberg in unsere Richtung. Haben aber die Reichweite noch nicht. Sollten aber gleich hinkommen. Und zwar jetzt. Salbe ist raus. Mal gucken. Oh, König feuert schon auf uns. Ja, Königsberg haben wir leider nicht getroffen. Jawohl, da war eine Zitadelle dabei, meine Freunde. Auf die Königsberg, sehr schön. Kassieren aber jetzt auch von der So, Wyoming. Auch hinter der Insel wieder. Kommen wir nicht ran. Halten wir ein bisschen weiter vor auf die Königsberg.
Die könnten reingehen. Da fährt so weiter. Jawohl, weg ist er. Sehr schön. So, wir werden mal hier weiterfahren. Ich hoffe, der Zerstörer geht raus. Also kommt eine Svetlana. Ja, das sind drei Zerstörer da vorne, also die muss raus. Ich würde gerne mal eine Salbe auf die Svetlana feuern. Jawohl, Wakeful ist weg. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen rein pushen. Würde ich sagen. So, da ist die Svetlana. Feuerfrei. Da hätte ich vielleicht ein bisschen weiter vorhalten müssen. Ah, gehen Sie rein. Jawohl, was für eine Salbe. Doppelt zieht da auf die Svetlana. Sehr schön. Also ihr seht, wenn die Imperator Nikolai trifft, dann tut's weh. So, jetzt hoffe ich, dass ich auf die König eine Salbe bekomme. Ah, die fährt Breitseite. Da werden wir mal eindrehen, werden alle Geschütze mal versuchen, eine Salbe auf die König. Ah, 3000, schade. Jetzt haben wir natürlich den Berg da stehen. Nochmal ein Treffer auf die König. Die wird jetzt aber gleich da eine Batterie von Torpedos kassieren wahrscheinlich. Hinter uns ein Zerstörer, aber um den möchte ich mich jetzt erstmal nicht kümmern. König nochmal schön erwischt. König ist weg. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch die zwei Zerstörer. Deshalb gehe ich mal auf HI. Den haben wir auch weg. Sehr schön. Da war der dritte. Aber an den werden wir nicht reinkommen. Nee, das war's auch. Ja, zwei schnelle Runden. Einmal knapp 80.000 durch Rammen, aber hier 61.000. Vier Zitadellentreffer. Drei Schiffe zerstört. Also, zwei schöne Runden in der Imperator Nikolai waren tatsächlich die zwei ersten Runden und das fühlt sich gut an, muss ich sagen. Das fühlt sich richtig gut an. Also, ja, ein richtiges Fazit kann ich jetzt nach zwei, drei Runden noch nicht ziehen. Aber ich muss sagen, die Imperator Nikolai
treibt mir so ein kleines Grinsen ins Gesicht. Sie macht Spaß. Ich kann sie euch empfehlen. Holt sie euch. Wirklich ein tolles Schlachtschiff auf Stufe 4. Ein sehr starkes Schlachtschiff. Gut manövrierfähig. Flott unterwegs. Auch die Turmdrehung ist sehr angenehm. Und Turmdrehung, ja. Auch die Genauigkeit ist richtig gut. Also ich kann sie euch empfehlen, meine Freunde. Ja, das soll's an der Stelle gewesen sein. Also zwei erste Runden in der Imperator Nikolai. So ein kleiner erster Einblick für dieses Schiff. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann haut ein Like rein. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Imperator Nikolai spielen. Werde versuchen, euch nochmal so eine Highlight-Runde aufzuzeichnen. Und dann hören wir uns, meine Freunde. Passt auf euch auf. Sind schwere Zeiten, ihr wisst. Spielt ein bisschen World of Warships. Habt Spaß und wir hören uns, meine Freunde. Also, bis dahin, euer Playguru. Haut rein. Tschüssi.